In diesem Video geht es um die besten Vertikutierer. Der Qualitätssieger in unserem Vertikutierer-Test geht an den Bosch Universal Vertikat 1100. Der Bosch Elektrovertikutierer 1100 ist eine Bereicherung für Ihre Gartenpflege. Der kraftvolle Vertikutierer mit einer Leistung von 1100 Watt eignet sich für Flächen von bis zu 800 Quadratmeter. Da Rasen atmen muss, ist regelmäßiges Vertikutieren ein Muss für Ihre Graspflanzen. Mit dem Bosch 1100 gelingt diese Arbeit schnell und einfach. Das Jet-Collect-System mit 14 hochwertigen und robusten Edelstahlmessern sowie speziellen Lüftungskanälen ermöglicht ein gründliches Entfernen von Moos, Unkraut und unschönem Rasenfilz. Die Kombination aus dem 1100 Watt Power-Drive-Motor und dem Jet-Collect-System ermöglicht ein effizientes und gründliches Vertikutieren. Dank der großen 50 Liter Fangbox kann der Bosch Vertikutierer über lange Arbeitsintervalle hinweg eingesetzt werden und Sie benötigen weniger Zeit zum Entleeren. Die Arbeitshöhe ist von 10 mm auf plus 5 mm vierfach höhenverstellbar. Der AVR 1100 ist nicht nur schnell zusammengebaut und einsatzbereit, sondern lässt sich auch platzsparend verstauen. Der Holm ist klappbar und die Fangbox stapelbar. So kann der Vertikutierer auf nur 40 cm Höhe platzsparend zusammengeklappt verstaut werden. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Alco Care 38E. Angetrieben wird der Elektrovertikutierer Alco 38E Comfort von einem 1300 Watt starken Elektromotor, der über das heimische Netz betrieben werden kann. Dadurch kann der Elektrovertikutierer ohne Pause eingesetzt werden und Sie sparen sich das Wechseln eines Akkus bzw. das Tanken des Vertikutierers mit Treibstoff. Mit einer großen Arbeitsbreite von 38 cm bei dennoch kompakter Bauweise gewährleistet der Vertikutierer ein angenehmes Arbeiten und einen schnellen Arbeitsfortschritt auch auf größeren Rasenflächen. Zentral kann die Arbeitsstiefe in 5 Schritten vorgenommen werden. Bestückt ist die Vertikutierwalze mit 14 robusten Stahlmessern, die dem Elektrovertikutierer Alco 38E Comfort eine lange Lebensdauer geben. Moos, Unkraut und Rasenfilz werden nachhaltig entfernt. Bei Bedarf kann die Vertikutierwalze mit wenigen Handgriffen durch eine Lüfterwalze mit effizienten Stahlfederzinken ausgetauscht werden, wodurch Sie Ihren Rasen mit einem Gerät nicht nur vertikutieren, sondern auch noch lüften können. Freistehende Hinterräder verhindern Grasansammlungen und ermöglichen bessere Traktion und komfortablen Transport. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Vertikutierer-Test ist der Einhell RGSA 1433. Der Elektrovertikutierer Lüfter GSA 1433 ist ein hochwertiges, leistungsstarkes und zuverlässiges Gerät, das Hobbygärtnern mit höchsten Ansprüchen bei der fachgerechten Belüftung und beim Vertikutieren kleinerer bis mittlerer Bodenflächen für einen gesunden, unkrautfreien Rasen hervorragende Dienste leistet. Mit 20 Edelstahlmessern rückt die kugelgelagerte Messerwalze Unkraut und Moos samt Wurzel äußerst effektiv zu Leibe. Die ebenfalls kugelgelagerte Lüfterwalze erzielt mit 48 Krallen eine hervorragende Bodenbelüftung. Dabei liefert der kraftvolle Reihenschlussmotor starkes Drehmoment für kontinuierlichen Arbeitsfortschritt und einheitlich gute Resultate. Dank Arbeitsstiefeneinstellung in 3 Stufen lässt sich der GSA 1433 gut auf die Anforderungen von Boden und Bewuchs einrichten. Eine zusätzliche Parkposition schützt die Messer und den Untergrund. Der höhenverstellbare Führungsholm lässt sich für jede Körpergröße optimal einstellen. Die großflächigen Räder ermöglichen müheloses Arbeiten und schonen den Rasen. Der Fangsack ist mit einem Volumen von 28 Litern großzügig bemessen, um ausgedehnte Arbeitseinsätze zu gestatten. Das Gerät verfügt über ein robustes Gehäuse aus hochwertigem, schlagzähem Kunststoff. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.